Ja, sag einmal, jetzt haben wir einen Dreck im Schachtal. Ich komme nicht ins Zelt rein. Ich hab die Lederhosen noch. Ich weiß auch nicht, was die haben. Flieger, oh, einen Flieger hab ich auch auf dem Himmel. Loch im Socker, ja super. Ehrlich gesagt, so darf ich mich auch nicht ins Zelt reinlassen. Aber da hinten, da ist gleich Verkaufstut. Und da sollen sie alles haben. Sockensepp. Bist du das? Ja, bin ich. Grüß dich. Die Sache, die jetzt angesagt wäre, das ist Baumwolle mit Leinen, das ist ein Mischgewebe, ist was Feines. In welchem Preissegment bewegen wir uns mit also den das Socken? Kostet 12 Euro und weil du ein armer Kerl bist, dann können wir schon ein bisschen was machen, machen wir 11,50. Das ist nett. Ein bisschen was muss man schon nachgeben, wenn so ein armer Kerl mit so einem dreckigen Hemd rumläuft und so. Und obwohl er vom Fernsehen ist, aber du sagst er selber, ist nicht mehr so. Die Zeiten sind vorbei, dass man da das große Geld verdient. Nein. Alle so. Also für den 10er kehren Sie mal? Kehren die da. Kraft. Wie Sie sehen, ich hab da einen schrecklichen Fleck. Sie sind der Herr? Wärmescher. Krawatte oder Hemdkragen oder irgendwas schmutzig, da kann man das innerhalb von kurzer Zeit, kann man mit einer Gallenseife, kann man dann den Fleck, auch Sie als Mann können Sie ihn reinigen. Nichts täte ich lieber. Ein Wahnsinn, Gallenseife. Aber sehr nett, Herr Wärmescher. Wärmescher, ist nicht schlimm. Ich kann auch beides reden, ich war in Pfarrkirche in der Schule. Ah, Wahnsinn! Ja, natürlich. Ich hab gewohnt in Niederbayern, in Ehring. Da habe ich sogar Schuhplatteln gelernt. Das ist Ihre Bühne. Ja, Wahnsinn! Und das habe ich gelernt. Da war ich 7, 8 Jahre und jetzt bin ich 74. Wow, und da können Sie noch so hupfen? Da kann ich noch ein bisschen, ja. Mein Glück, was brauchst du denn? Ja, servus. Servus. Ja, warum darf ich wohl zum Gürtel, Toni, gehen? Hä? Hosen rutscht. Weil ich der Beste bin. Gar nicht gewusst, dass es eine Tracht einen Gürtel gibt. Logisch, ey. Wenn einer ein Problem hat, kommt er zurück. Wenn irgendwas wäre, dann gibt es kein Ding. Also gibt es Garantie? Ja, sowieso. Denn jetzt? Du hast jetzt für 29 gekriegt, zum Beispiel. Ja, halt die Klappe, gell? Dann nimmst du so einen, der kostet einen 100er. Ja, Moment. Toni, ich brauche ja jetzt nur einen Gürtel, dass die Hosen nicht rutscht. Ach so. Hast du nicht irgendwas gut Bürgerliches für mich? Kampit und geschneizt. So, und das war er jetzt, mein Tag auf der Verkaufsduld in Landshut. Wir haben ganz sackelvoll bekommen, einige Schnäppchen gemacht und jetzt ist der Weg frei fürs Zelt. Also, servus!